Hallo, mein Name ist Peter Ferberbeck vom Arbeitskreis Geschichtswissenschaft und digitale Spiele. In diesem Kurzreview für die Datenbank Games in der Erinnerungskultur der Stiftung Digitale Spielekultur wird es um die Innerworld der letzte Windmönch gehen und ich werde behandeln, welche Bedeutung es für die Erinnerungskultur hat. Das Adventure, die Innerworld der letzte Windmönch, ist bereits der zweite Teil, der in der fiktiven Welt Asposien spielt. Dieses Land liegt im Inneren eines Planeten und wird durch die Dynastie der Instrumentennasen mit Luft versorgt. Die Gruppe der Konroyalisten halten am alten, früher unbeliebten Diktator Konroy fest. Sie nutzen Verschwörungstheorien zur Rechtfertigung, um alle Instrumentennasen gefangen zu nehmen, zu deportieren und zu töten. Die SpielerInnen schlüpfen in die Rolle des Thronerben Robert, der von Konroy als Kind entführt wurde. Der Diktator trichterte ihm ein, dass er wertlos sei. Die SpielerInnen rätseln sich durch die Spielwelt und sprechen mit anderen AsposierInnen. Robert soll mit seiner Taube Huck und seiner geliebten Laura die Unterdrückung beenden, den Diktator stürzen und die Wahrheit verbreiten. Die AsposierInnen sollen hingegen bemerken, dass sie einer wirren Ideologie aufgesessen sind. Das Problem: Robert will eigentlich gar nicht herrschen. Das Spielprinzip ist recht einfach. Einzig manche Rätsel brauchen Zeit zum Nachdenken, um gelöst zu werden. Der Zeitaufwand für die erinnerungskulturelle Erschließung hält sich in Grenzen, denn die meisten Aspekte werden schon in den ersten Spielminuten etabliert. Trailer oder kurze Anspielsitzungen reichen aus. Seht ihn euch an! Schaut in seine linkischen Augen! Seht ihr, was ich sehe, meine Brüder und Schwestern? Die Innerworld schafft es, mit einfachen Mechaniken und einer Alterseinstufung ab 6 Jahren die Konzepte Diktatur und Faschismus zu erklären. Dabei fließen in die Geschichte nicht nur Elemente des NS-Regimes wie die Verfolgung der jüdischen Bevölkerung ein, sondern aktuellere Strömungen wie Pegida sind auch zu sehen. In dieser Altersbeschränkung diesen Themenkomplex gebührend anzuschneiden, ist schwierig genug. Es läuft der Beginn des Spiels. Er zeigt, wie man das schaffen kann und konzentriert sich stark auf dieses eine Thema. Es wird kritisch auf das Regime eingegangen, denn die Konroyalisten berufen sich auf einen Opfermythos und auf eine Verschwörung gegen sie. Die Diktatur versucht per Propaganda zu rechtfertigen, warum sie an der Macht bleiben sollten. Der fanatische Faschismus des ehemaligen Händlers Emil und der Einfluss der Propaganda auf die Bevölkerung werden eindrucksvoll gezeigt. Protagonist Robert zeigt die kindliche Sicht auf diesen grausamen Konflikt. Er versteht gar nicht so richtig, warum seine Verwandten und Freundinnen verfolgt, eingesperrt, deportiert und anschließend getötet werden. Der Widerstand gegen die Diktatur und auch der Versuch, weiter menschlich zu bleiben, wird im Adventure verdeutlicht. Im Verlauf des Spiels wird für Auflockerung gesorgt, um für ein witziges Comic-Adventure nicht zu düster zu wirken. Durch den Humor und die deutliche Überzeichnung, die ein unfähiges, verrücktes Regime zeigt, wird die Frage aufkommen, warum denn der Großteil der Bevölkerung diesem Regime der Konroyalisten dann geglaubt hat. Die Innerworld, der letzte Windmönch, kann auch als Beispiel für Verschwörungstheorien betrachtet werden. Dies wird durch den hier gezeigten Charakter, der einen Aluhut trägt, umso deutlicher. Er ist einer der wenigen, der dem Regime auf die Schliche gekommen ist. Somit ist seine Verschwörungstheorie bestätigt, was als Normalisierung dieser verstanden werden kann. Diese Gefahr kann diskutiert werden. Es sei hier auch zu erwähnen, dass es insgesamt immer noch ein heiteres Spiel ist. Es ist drollig und humorig. Das hebt den Kontrast zur düsteren Diktatur zwar hervor, aber die Grundatmosphäre bleibt unbekümmert. Das macht es auch für jüngere Zielgruppen einsetzbar. Vielen Dank fürs Zuschauen und Zuhören. Wenden Sie sich mit Fragen gerne an die Stiftung Digitale Spielekultur oder den Arbeitskreis Geschichtswissenschaft und Digitale Spiele.